Alles klar. Also, liebe Kinder, schießt nie auf eine Mikrowelle. So, wieder ein bisschen Muni aufgenommen. Auch wenn es mehr oder weniger ungewollt war. Aber ich habe da Muni aufgenommen. So, zack, zack, zack. So, dann sind wir hier oben. Ach! Muss ich doch hier rüber gehen. Das passt. Soll ich das machen, was ich denke, dass ich das machen soll? Ja. Hey. Ich hatte einmal... Hallo. Mach doch. Ich hatte einmal alles gehabt. Ich war mal nach langem wieder komplett full. Und er... Keine Ahnung, was er schon mir macht. Spielt sich schon wie eine Eier umher, oder was? Es ist so widerlich. Und ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Okay. Na, fällst du runter? Na, wo ist Nummer 2? Kommt diesmal scheinbar nur einer. Aber wie widerlich ist das denn? Die kommen, die schießen schon oben durch, obwohl sie gar nicht wissen können, dass ich da schon bin. Gut, die hören mich trotzdem. Trotzdem ein bisschen unrealistisch. So einfach auf Predict rumgehen. So, da ist Nummer 2. Okay. Da. Ich hoffe, ihr habt euch selber damit umgebracht, mit der scheiß Nate. Natürlich nicht. Es hat natürlich wieder einer überlebt. Aber... Was sehen meine Augen? Usas. Die Dudes, die halten aber auch ordentlich was aus, ne? Also. Okay, war nur eine Smoke. Einfach mal reinhalten. Alter, das kommt aber ein ordentlicher Rebang gerade. Hm, ich glaube, ich habe sie tot. Geht trotzdem weiter. Egal, erstmal F5. Wichtig ist wichtig. Also so eine Shotgun-Fuzzis können ruhig noch mehr kommen. Habe ich kein Problem mit. Sagt Zeit. Stunde 11. So. Und safen. Genau wegen sowas habe ich mir jetzt die Usas ausgerüstet. Nein, nein, nein. Erstmal die Dinge kaputt machen, bevor die mich damit noch kaputt machen. Okay. So. Also die Users ist halt echt nicht schlecht. Du bolst damit einfach mal durch und dann easy. Okay. Da sieht man das nämlich. Hi. Ein Hangar, okay. Gut, da brauche ich wieder erstmal eine andere Waffe. Am besten die. So. Dass sie so dicht waren, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber hey. Na komm. Danke. Alter, wir sollen halt echt ins Flugzeug rein. Okay, dann steigen wir halt ins Flugzeug ein. Habe ich auch kein Problem mit. Okay. Wir sind aber in der Schweiz. Schweiz, Flugzeug. Okay. Oh. Okay, ich nehme mal an. Ja. Mit? Okay. Kollege, warte. Interessant, dass du auch sagen, hast du auf Target verloren und sowas. Von? Oben wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwas machen? Was muss ich denn überhaupt machen? Finden und stellen Sie nach Schrat, neutralisieren Sie Bedrohung durch Prometheus. Okay. Nein! Ah, wirklich erschreckt nicht, aber sagen wir mal so leicht. Jetzt bleibt er schon hier hängen. Die Frage ist nach vorne oder nach hinten. Gucken erstmal hinten durch. Das sind die Klos. Schlafkabinen, okay. Du Pimmel. Ah, guck mal! Gut, dass ich erst nach hinten gegangen bin. Auch wieder zwei Schlafkabinen. Gut, dass ich erst nach hinten... Nein, 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 nein. So. Oh, der hat eine M60. Alter, wie, du lebst noch. Aber da war mal das Glück auf meiner Seite. Einmal für die richtige Seite entschieden. Einmal für die richtige Seite entschieden und gleich das gefunden, was ich wahrscheinlich brauchen werde gleich. Ist das Nishrats eigenes Flugzeug? So, tun wir hier doch erstmal clearen. Dann nehmen wir mit, tun wir einmal safen. Und da soll Nishrad drin sein? Zweifle ich fast. Hallo. Tatsache, da ist er. Hold it right there. You're a dead man, Nishrad. You're too late, Mullins. It doesn't matter what happens to me. Our mole has crippled the shop's defenses. My men are preparing to move in as we speak. We'll have the doctor back soon enough. With your people out of the way, there will be no one to stop us. It's over. You're right. It is over. Als ob. Als ob, was ist das denn bitte für ein Ding jetzt? So. I've got him on the shop. Wolfstein, this is Lone Wolf. Authorization Alpha Niner 807. Come in, over. Lieutenant Hansen here. We read you, John. What's your status? Over. I'm headed due west. Currently at 47 degrees, 23 minutes north latitude. 83 degrees, 33 minutes east longitude. Nishrad is dead. Prometheus threat neutralized. Romulus aboard plane. Please advise. Over. Nice work, John. Locate the auto-navigation equipment and rewire it. We can take over the controls from here and land it safely. Over. What about the mutagen? Over. Don't worry, we'll deal with it. I'm programming the nav beacon to land the plane in the Ural Mountains away from any cities. Okay, it's all set. We just need you to rewire the equipment. I recommend you getting off that plane before it lands. We wouldn't want to lose one of our best ops if anything were to go wrong with the remote landing. Over. Understood. Hansen, listen to me very carefully. I need you to run a full security system sweep immediately. Over. What? Please explain. Over. Nishrad claims Prometheus is set to overrun the shop and take back Dr. Sestregard. They've got a man on the inside. Repeat, there's someone on the inside. They're going to sabotage the shop's defenses. Check the security systems. Over. All right, John. I'll run a full... Huh? You're not supposed to be... Hansen. Hansen. Come in, Hansen. Damn it. I gotta get off this plane. Okay. Ja. Finden Sie das Navigationssystem und schalten Sie es aus. Ja, ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich werde auf jeden Fall, wenn da eine Cutscene sein sollte, werde ich die auf jeden Fall reinschneiden. Ansonsten ist halt ein bisschen doof, weil normalerweise wäre ein bisschen komisch, wenn da halt kein Dingens wäre. So ein Navi-System. Navi-System. Wahrscheinlich weiter unten. Alles andere würde keinen Sinn machen. Und zwar müsste das Navi-System eigentlich hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wie ich da... Achso. So komme ich da ran. So, wahrscheinlich vorher ausgeschaltet, hä? Finden Sie den Ausgang und springen Sie mit dem Fallschirm ab. Okay. Also die Cutscene, wenn es eine da geben sollte, werde ich die, wie gesagt, reinschneiden. Ausgang finden. Das sieht auch so nach einer Frachtluke aus. Okay. Na gut. Hey. Ich habe keinen Fallschirm. Ich glaub's ist... Oh. Ich glaub's nicht. Ich habe keinen Fallschirm. Aber da steht doch, dass wir eigentlich einen haben, oder nicht? Ja gut, egal. Nee, falsche Richtung. Oh Mann, ey. So, zack, zack, zack. Hier durch, dahin, hierhin. Das einmal machen. So, Ziel aktualisiert. Bla bla, Fallschirm. Keine Ahnung, wo ich jetzt einen Fallschirm herkriegen soll. Ne? Wo soll denn? Vorwärts zum Ausgang. Da ist der Fallschirm. Fallschirm gefunden. So, der Shop. Okay, das heißt, wir müssen doch noch was machen. Okay, der Shop. Alexander Schwart und Romulus wurden gestoppt. Prometheus geht jedoch nach wie vor sein Geschäft nach. Es befindet sich immer noch ein Maulwurf innerhalb des Shops und er oder sie hat die Verteidigung des Gebäudes lahmgelegt, sodass Agenten von Prometheus sich Dr. Sesdrogo wieder schnappen konnten. Ihre Aufgabe besteht aus 3 Schritten. Rennen Sie Dr. Sesdrogo. Stoppen Sie die Prometheus-Bedrohung und decken Sie die wahre Identität des Maulwurfs auf. Okay. Das Ding würde ich ganz gerne rausnehmen. Und zwar will ich das Ding damit reinnehmen. Und die Pistole, auch wenn es nicht wirklich viel bringt, mit Schalldämpfer. So, zack. Okay, der Typ ist tot. Ich würde aber ganz gerne das Ding haben. Heiner. So.